Ja, geschafft. Gefreut. 10-6 von Drinks abgeschlossen. Wenn das jetzt nicht mal gut ist. Schiff ist im Wasser. Das Schiff ist endlich bereit. Es schwimmt auf der Reede. Mehr als 20 Jahre lang habe ich daran gearbeitet und gehofft, dass ich eines Tages nach Hause zurückkehren kann. Aber wo ist Freitag? Wir müssen so bald wie möglich die Segel setzen. Nächstes Kapitel. Segel setzen. Freitag holte er erfolgreich alle 6 Teile der Karte und wir waren bereit, die Segel zu setzen. Als plötzlich... Diese blutrünstigen Kannibalen kehrten zur Insel zurück. Dieses Mal schwebten wir wirklich in Gefahr. Ausrufezeichen. Sie begannen am Freitag zu jagen und hatten keine Angst vor unseren Gewehren. Mein armer Hund Skipper, er dachte wohl, dass die Kannibalen ihn wieder als ihren Gott mitnehmen würden. Dieses Mal nicht. Mein Junge, lauf Skipper, lauf. Oho. Dies ist die letzte Seite meiner... Dies ist die letzte Seite meiner Geschichte auf dieser Insel. Wir werden von Kannibalen verfolgt. Lauf Skipper, lauf. Suche 16 Unterschiede zwischen den Bildern. Noch verbleiben 16. Ach, mein Lieblingsspiel ganz am Schluss. Noch einmal. Da freuen wir uns doch. Da nochmal ein Kartenteil. So, da ist auch nochmal die Krone. Also wir sind jetzt hier gekonnte Wimmelbild. Helden, sind wir das? Nee, ne? Das ist Freitag und das sind wir, oder? Sieht so aus. Sieht so aus. Okay, da fehlt der die Speerspitze. Schlänkchen. Okay, 2 Möwen sitzen auf dem Stein. Ist das eine Spinne? Ja. Eine Spinne. Spider. Aua. Der Hund, Skipper. Leb wohl. Was bringen uns jetzt nochmal einen Tipp? Was? 3 Tipps nur noch? Ach so, ich glaube, wurde es auch abgezogen wegen den Geb auf. Noch, das ist ja blöd. Da hatten wir aber nur mal Glück gehabt. Okay. Der ist gar nicht da. Jetzt fehlt es bloß noch 4. Fehlt ein Baum, der nicht fehlt, der weg ist. Da. Habe ich doch gesagt, habe ich mir doch gedacht. Kiste, da ist alles da. Möwe. Ist da vielleicht jemand anders geschminkt? Der hat gar keinen Speer in der Hand. Was ist eigentlich für ein Skelettfuß da? Das sieht so aus, als hätte er 3 Beine. Ein Skelettfuß und ein... 2 normale. Okay, Skipper läuft. Da ist der Vogel. Da fehlt das Ding. Ich glaube, ich nehme heute doch nochmal das neue Let's Play auf, wenn ich das jetzt heute beende. Schnell, also gleich. Ein bisschen Zeit habe ich dann noch. Finde ich gut. Okay. So, da ist das Steinchen. Da ist, weiß ich nicht, ein Hund. 2 fehlen uns noch. Fehlt dir nicht noch irgendwas bei dir? Nee, die Kokosnuss sind alle da. I'll try. Okay. Da. Das letzte. Och, ich glaube, das ist jetzt das letzte. Also können wir jetzt auch den Tipp sparen, oder? Machen. Hä? Da habe ich da vorhin hingeklickt. Da habe ich den einen vorhin weggemacht. Und muss ich den auch noch... Weil ich den weggemacht habe, muss ich den wieder wegmachen. Okay. Juhu. Segel setzen. Oh. Jetzt? Ist jetzt fertig, oder? Ja. Ist gerade eine Fliege gegen das Fenster geflogen. Oh. Bumm. Ich glaube, das sind einfach nur Bilder. Und ich glaube, damit ist jetzt das Let's Play beendet. Denke ich mir mal. Also die sind lauter Bilder. Skipper mit dem Schlüssel in der Hand. XXX-Flasche, da ist wieder ein Ding. Inspiriert durch Daniel Defoe's Robinson Crusoe, ein Spiel von Marquis Lindy Softworks. Geschrieben und programmiert von Vladislav Chetruska. Leading Artist Dimitri Dimoshin. 2D-Artist Anastasi Alava Mipuska.
Musik und Hintergründe, Soundeffekte und weitere Musik, Arthur Barchef. Internet-Test, Adrian und Maxim, ist alles so komische Namen, kann ich auch nicht lesen. Qualitätssicherung und Test, Big Fish Games. Burn, Montag. Montag und Freitag, ist doch klar. Montag ist dabei und Freitag ist dabei. Ende! Wir haben es geschafft. Wir haben ein Let's Play mal wieder beendet. Das zweite Wimmelbild-Let's Play. Fortsetzung folgt. Echt, gibt's eine Fortsetzung? Ja, stimmt, es gibt eine Fortsetzung. Ja. Habe ich schon gesehen, es gibt eine Fortsetzung. Okay. Nachdem sie 28 Jahre alt schiffbrüchig auf einer unbewohnten Insel nahe der Quelle des großen Flusses Orinoco überlebt hatten, kehrte Robinson Crusoe und Freitag nach England zurück. Und Montag. Mehr als 300 Jahre sind seitdem vergangen. Aber ihre unsterbliche Geschichte voller Abenteuer und Hoffnung lebt weiter. Schließen. Segel setzen. Rolling home, rolling home, rolling home. Across the sea, rolling home. To dear old England, rolling home. Dear land to the tree. Abgeschlossen. Ja, der Abspann ist wahrscheinlich nur das Dings da. Okay, wir haben das Let's Play abgeschlossen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich lasse hier nochmal die Credits ablaufen, damit ihr nochmal alles durchlesen könnt. Und die Leute da, die das ganze Spiel gemacht haben, fand ich auf jeden Fall ein cooles Spiel. Auf jeden Fall das Minispiel, was wir vorhin gespielt haben mit der Hexe. Wer das gemacht hat, der ist der Beste von dem Spielmachern. Also wirklich, das Spiel, also das Minispiel war wirklich exzellent. Ja. Okay, eigentlich gibt es mehr nicht zu sagen. Ich nehme jetzt wahrscheinlich noch, wir haben jetzt 32 Minuten aufgenommen, ich nehme jetzt wahrscheinlich nochmal ein neues Let's Play, ein neues Wimmelbild-Let's Play. Und da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe mal, dass wir uns beim nächsten Let's Play wiedersehen. Und zwar Haunted Legends, The Bronze Writer. Warum rede ich eigentlich immer so komisch? Vielleicht können wir Haunted Legends? Ich denke immer Haunted, aber Haunted Legend, der Bronze Writer, ich weiß es nicht. Hm, ich habe mir nämlich so eine Sammleredition gekauft. Auf jeden Fall möchte ich davon jetzt noch nicht so viel erzählen. Das werde ich dann nochmal beim Let's Play. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe mal, euch hat das Let's Play gefallen. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in dem nächsten Wimmelbild-Let's Play. Danke fürs Zusehen und ciao!